Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Multibärenbande. Wir sind heute beim 61. Tag unserer 100-Tage-Challenge. Und der 15.11., Entschuldigung, wollte es da noch dazu sagen. Wir sind mittlerweile bei 78 Siegen und zu 74 Niederlagen. Das ist schon mal gut, wir sind wieder voll im Positiven. Unser MMR ist auch endlich wieder über 4000 und wir hoffen natürlich, dass wir langsam wieder mehr kommen. Das höchste MMR, was wir eigentlich in meiner Challenge erreicht hatten, waren 4200 paar Zerquetschte. Und das versuche ich jetzt mal wieder endlich wieder zu erreichen. Und dann doch endlich mal in DR1 aufzusteigen. Ja, kommt halt darauf an, wie ich spiele und gegen wen ich spiele. Also, mittlerweile kann ich auch wieder gegen alle Rassen gut bestehen. Also, das ist auf jeden Fall wieder fortgeschritten. Ich weiß nicht, was ich zwischendurch hatte für ein Problem. Also, auch dadurch, dass ich krank geworden bin, ist halt ein bisschen problematisch gewesen. Aber sonst, keine Ahnung, was es war zwischendurch. Konnte ich mich nicht konzentrieren, keine Ahnung. Wer weiß. So, wir spielen gegen Terraner. Und ja, haben wir mittlerweile auch ein passendes Bild, also fast Bild. Also, ich spiele ja nicht hundertprozentig ein genauen Bild, aber ich weiß ungefähr, was ich spielen will. Und das ist wahrscheinlich ist einfach wichtig zu wissen, was man spielen will, also was für einen Plan man haben möchte im Spiel. Also, einfach drauf losspielen hilft anscheinend nicht. Auch mit einem Bild oder nicht. So, wir gehen auf jeden Fall scouten. Also, man braucht schon eine Bild oder eine gewisse. Und da muss man einfach nur gucken, dass man seinen Plan verfolgt. So, wir sind auf jeden Fall den Plan mit Stargate dann. Also erstmal Exe, nehmen Stargate, caressen ein bisschen Terraner mit dem Orakel und werden dann so langsam übergehen auf Kolossis. Und dann irgendwann am Ende Archon Zealots spielen. Also Immortals Archon Zealots. Und drei Kolosse natürlich behalten. So, jetzt nicht so viel quatschen, wir müssen mal gucken, was der Gegner macht. Ein bisschen erstmal seinen Wirk auf den Sack. Interessiert ihn nicht. Was sagen? Ein Gas ist gut. Gehen wir da raus. So, der Bond ist auf jeden Fall unser Echse. Nein, geh weg! So, der war die Echse. So. Und der wollte auf jeden Fall sofort unseren Kybernetikern, den brauchen wir unbedingt. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu früh dran. Könnte das Problem sein, dass dann der Reaper. Nee, doch nicht. Konnten der überhaupt? Das will ich jetzt wissen. Kein Reaper ist nicht gut. Hat gar nichts gebaut. Ah, schnell weg! Jetzt hat er einen Reaper. Shit. Aber wir Chrono boosten gleich mal ins Tor kommen. Und Chrono boosten nochmal Worker. Der muss unten wegen den Pylon bauen. Der Pylon kommt zu früh. Nee, muss er nicht. Zweiten Stalker und dann Ich bin hier, mit dem gegen zweiten Stalker was werden unsere wir Feinde unsere Wut spüren. Wir bleiben. Wenn wir dann auch gleich unser Stargate bauen. Ihr seid auf mich angewiesen. Nein, ich brauche Stargate und zwei Gates. Passt nämlich genau zusammen. Wir müssen noch einmal unsere Worker und bauen noch einen zweiten Stalker. Dritten, meine ich. Faszinierend. Wie ihr befürchtet, ich bin das Herz. So, wir gehen mal rüber gucken. Bauen auf jeden Fall ein BS. Hab ich eigentlich noch genug Energie? Heile, genau. Kalt. Oh Gott, können wir wieder zurücklatschen. Ganz wie ihr. Ich bin hier in den Schatten. So, unser Stargate ist durch. Und wir bauen eine Robo. Eure Sonden
Banden werden angegriffen. Was ist euer Beginn? Ah, ich hab nicht erwischt. Dimensionalstränge abgeschlossen. Es ist vorherbestimmt. Ein bisschen aufpassen langsam. So, Orakel. Die Sterne stehen gut. Na, regelt doch schlecht. Oh, ich verstehe. Herod. Shit. Bündelt das Licht Ayurs. Ihr benötigt mehr Wissen. So wenig Gas. Meine Echse. Das Spiel auch gerade ein bisschen komisch, muss ehrlich sagen. Also. Könnte natürlich passieren, dass wir das Spiel jetzt verlieren. Aber. Ich auch gerade nicht wissen, wie ich seltsam spiele. Aber er hat auch nicht viel Worker an seiner Hexe gehabt. Also. Wie gesagt, könnte sein, dass er jetzt gleich kommt mit dem Mars Cyclins. Aber das sollte man eigentlich safe sein. Wenn der Ojabi mit unten ist und wir den ersten Koloss bauen. So, das ist voll saturiert. Das können wir jetzt hier dann setzen. Jetzt kommt er. Doch. Mehr Cyclins. Ist aber nicht weiter wild. Wir müssen nur Pylonen bauen und expandieren. Ah, natürlich die Pylonen. Das könnte jetzt natürlich ein bisschen nach hinten losgehen. Oh, auf jeden Fall mehr Pylonen! Also er hat eigentlich nichts. Der hat einen Haufen Cyclins. Das ist eigentlich das einzige Problem, was mich. Also, das ist das einzige, was mich ein bisschen stört. Nicht genügend Energie. Erneut diene ich. Mein Leben für Ayur. So, wir gucken jetzt selber, ob er eine dritte hat. Das hier. Und wir gucken mal, ob wir seine dritte kriegen. Drittes weg. Mehr wollten wir. Das reicht mir schon. Mineralienfeld erschöpft.
mehr Geld. Nicht genügend Energie. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, jetzt können wir auch das hier bauen. So. Für, wer ist denn? Archons! Hat irgendwie Probleme, ey. Zwei zu viel, spazieren gehen. Forschung abgeschlossen. So, und wir maxen jetzt aus. Nicht genügend. Brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Unsterbliche. Und vielleicht noch ein, zwei Voids. Ihr habt nicht genügend Energie. Verwendet! Den Tritt hat er noch nicht. Auch was? Ja. Zeiglings ohne Ente. Erklärt euch. Upgrade durchgeführt. So, wir werden auch jetzt gleich ein Go machen. Was er da hat, bringt überhaupt nichts. Oh mein Gas. Durchgeführt. So, wir werden noch jetzt hochmaxen, Vierte nehmen und dann rutschen wir einfach mal drüber. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben. Nicht genügend Energie. Ich vernahm euren Ruf. Ich habe jetzt gerade festgestellt, wir haben gar keine Overseer. Aber es ist nicht so weiter wild. So, wie sieht unser Storm aus? Ach, wir können unsere Gedanken sind eins. Wie gilt, wir stehen fast. Erleuchtet mich. GG! Stehen vereint! Energie! Wir sind das Licht der Kala. Nicht genügend Energie. Wir werden nicht weichen. Ihr Feld erschöpft. Dies muss gehen. Mein Leben! Hassan! So, wollte ich noch eine Vierte nehmen, aber das können wir fast eigentlich sparen jetzt. Wir sind das Licht. Der Kampf ist um, wird unser sein. Erneut dienen. Upgrade durchgeführt. Kassar sieht es laut. Der Kampf ist um, wird unser sein. Enter. Sognaku af. Erleuchtet. Warum geht er nicht raus? Das ist doch durch, mein Freund. GG. So, und dann haben wir fertig gemacht. Der war auch nicht so stark, also. Vielleicht hat er sich schon das vorbereitet auf das Update oder für den Patch, der jetzt demnächst kommt, weil dann kann man wahrscheinlich Cygnus mehr spielen, aber so gut sind Cygnus zurzeit nicht. Also das war auf jeden Fall nichts. Na gut, für mich reicht's aber heute, tut mir leid, es gibt heute leider auch nur ein Spiel, aber ist nicht so schlimm. Dafür gibt's morgen wahrscheinlich mehr. Und ich sage, sehen wir uns beim nächsten Mal, bis dahin, tschö tschö, euer Muttibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Muttibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren.
Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Motivier. Tschüss.